Guten Tag Leute, hier spricht euer Peter Gaming. Heute spielen wir den Supercup von Deutschland zwischen Dortmund und Bayern München. So Leute, bin ich jetzt mal gespannt. Das ist sozusagen das, was ich noch gern spielen will. Mit Schauer, okay, 20 Waldstarten, ja, passt alle. Die Sache können wir so lassen, Leute, und schauen mal, wer den Supercup gewinnt. Da bin ich jetzt gespannt, wer den Supercup gewinnen kann. Ah, ich finde dieses Training ist ein bisschen richtig nervig, finde ich. Aber ich hoffe, dass wir ein gutes Spiel heute liefern. Zwischen Dortmund und FCB bin ich mal gespannt, wie dieses Turnier so abgeht heute. So ein bisschen Warm-up. Hier wird ein bisschen Warm-up gemacht. Immer gut, ein bisschen Warm-up. Jetzt bin ich mal gespannt, was mit dem FC Bayern passiert. Schaffen die heute ihren den Supercup-Sieg oder wird es der BVB? Werden wir sehen nach 90 Minuten. Was ich schade finde, dass das Dortmunder Signal in Duna Park nicht dabei ist bei FIFA 18. Das finde ich so, das ist eigentlich eine heftige Frechheit. Das Stadion war das coolste, ich finde es einfach das coolste Stadion eigentlich. So Leute, hier ein Trainer, den es offiziell bei Bayern nicht mehr gibt. Der wurde ja nach dem Spiel von Paris Saint-Germain abgelöst. Mal schauen, welcher Spieltrainer der neue Bayern-Trainer wird. Bin ich mal gespannt, Leute. Wer der neue Bayern-Trainer wird. Junge, Junge, das ist so ein... Hier ist auch Dembele nicht mehr dabei. Er ist ja jetzt auch... Er ist auch abgehauen, er wollte auch nicht mehr bei Dortmund spielen. Okay, mal gucken, da schauen wir mal, was Dortmund für eine Chance hat gegen Bayern heute zu gewinnen. So bin ich mal richtig gespannt, Leute. Heute ist wichtiges Spiel, wichtiges Turnier, wichtiger Pokal. Okay, oder Leute, ja, wenn wir den Supercup gewinnen. So bin ich jetzt gespannt, ob wir diesen Titel gewinnen. Mit Bayern, ja, ohne Philipp Lahm, er ist ja zurückgetreten, sein Posten hat diese Saison Kimmich übernommen, bin ich mal gespannt, er diese Posten so übernimmt, Leute, ja, das bin ich mal gespannt. Spielleiter ist Heimo Wasserschneider, passt genau zu diesem Wetter, oder Leute, das Wetter passt einfach die Faust aufs Auge. Und Start zwischen Dortmund und FC Bayern München. Bin ich mal gespannt. Rob, erster Fehlpass. Hallo? Hallo, könnt ihr mal angreifen? Dankeschön. Ah, nicht gegen euch angreifen, sondern mit euch spielen. Ah, Ribéry kam da nicht dran. So, Boateng, schön abfangen. Sein Bruder spielt auch jetzt wieder in der Bundesliga bei Eintracht Frankfurt. Das ist dann auch mal nicht schlecht. Dann gibt es mal wieder ein Bruderduell zwischen den beiden. Und unser Thomas Müller macht für den FC Bayern das erste Tor im Supercup. Und es sieht gut aus für den FC Bayern, oder Leute? Schöne Flanke in die Mitte. Oh, okay, da war ja der Müller. Da war der Müller ja. Einfach 5 Meter auf allen 4 Seiten frei. Das ist abnormal. So kann man Müller nicht freilassen, Leute. Oder, Leute? So
Müller seine Tore. Ja, das ist halt für Dortmund das Problem. Bayern führt 1-0 und jetzt gucken wir mal, was passiert. Ach, oh. Ah, das war gut. Alaba, Alter, was war denn das, Alter? Oh, hoffentlich steht er auf. Ah, Ribéry steht auf. So, ganz ruhig, Bayern. Wir haben Zeit, wir müssen nicht hetzen. Aber ich finde das eigentlich sau cool gemacht, eigentlich. Ich finde es eigentlich sau cool, dass man auch die. Ah, Mann. Kimmich, das war ein dummer Fehler, Kimmich. Das war ein Satz mit X, aber Aubameyang muss noch ein bisschen Zielwasser heute trinken, noch in der Halbzeitpause, wenn er ein neuer Übertrumpfe will. Abseits. Oh. Lewandowski lauf wieder mal ins Abseits. Ah. Ja. Pass ich zu spät. Oh Mann, aber ja. Das müssen wir jetzt auch noch ein bisschen uns antrainieren, finde ich, Leute. Aber sonst geht's eigentlich, könnte ich mir vor. Robben. Oh, jetzt. Warum macht der Schiedsrichter nicht einfach weiter? Das frage ich mich, warum. Warum tut er manchmal nicht einfach einen Vorteil machen? Ah, schade für Bein. Das war ein Satz mit X. Aber es sieht mal nicht schlecht aus für den FCB heute. Alter, das finde ich ein bisschen cool. Das ist eigentlich sau komisch. Wenn man im Strafraum drin ist, wird man. Kann man. Alter, hätte. Mann, warum ist denn das? Das ist noch ein bisschen, was ich komisch finde, Leute. Das ist ein bisschen komisch beim neuen FIFA 18, finde ich. Das finde ich ein bisschen komisch, ein bisschen. Aber naja, was kann man ändern, Leute? Ja, ist halt so. Schönes Tor, das war ein wichtiges Tor für den FC Bayern.
dass man zumindest den Ausgleich gleich wieder gekontert haben vom FC. Bayern hat jetzt gekontert und führt jetzt wieder mit 2-1 gegen Dortmund. Hat dieses Tor, das Dortmund war ein bisschen blöd gemacht, fand ich. Und Bayern für 3-1. Wichtiges Tor. Alter Schwede, was für ein Spiel heute. Das muss man echt sagen. Schönes Spiel. Ah, ja. Und ihr könnt ja immer schreiben, ob mir. Ich werde erstmal ein paar länger mal erstmal auf 7 Minuten bleiben. Wenn es für euch dann zu lange ist, könnt ihr ja in die Kommentare schreiben, ob man es dann reduzieren auf 6 Minuten. Aber ich habe eigentlich. Es ist nicht viel. Super. Weil es ist nicht viel anders da wie bei FIFA 7. Aber ich finde, es dauert länger wie früher. Okay, mehr nach die Vorberichten alles so. Das könnte ich mal sein, dass man das dann was viel bei der FIFA-Karriere vielleicht alles überspringen und dass man dann schnell zum Spiel geht. Wenn wir dann bei FIFA Karriere spielen werden, werden wir es dann sehen, wie es weitergeht mit FIFA. Dass wir alles dann so schnell ein bisschen überbrücken alles. Alles ist schon. Komischerweise geht alles schnell länger. Finde ich, jetzt geht alles irgendwie schneller. Weil viel, nicht schneller, sondern langsamer irgendwie. Aber wir müssen dann einfach mal eins machen, Leute. Ich habe in diesem Mobil vor, ob man dann bei FIFA Karriere und die Journey die ganze Vorberichte sah. Die Zeiten dann ein bisschen reduzieren für. Dass man dann alles überspringt, so viel wie möglich. Das könnte man vielleicht machen, dass man die Zeiten ein bisschen schneller gehen, ja. Weil alle 7 Minuten in einer Halbzeit ist eigentlich nicht viel, aber die ganze Vorsache vor das. Schau, das werden wir bei FIFA in der. Das schauen wir dann einfach bei FIFA 18 in der Karriere dann uns an und die Journey. Wenn es gut geht, dann können wir ja drin lassen. Wenn nicht, können wir es ja auf 6 Minuten runterregeln, wenn wir es wollen. Wäre ja auch eine gute Möglichkeit, oder Leute? Das werden wir einfach schauen, wie es weitergeht, oder Leute? So, wir können es ja noch immer noch entscheiden. Aber bis jetzt lasse ich es noch auf 7 Minuten. Weil eigentlich schlecht ist es nicht 7 Minuten zu spielen. Ist eigentlich schön. Dann können wir können ja immer wieder runter regeln, wenn es zu lange geht. Wir können ja alles ziemlich schnell durchswitchen, so wie da. Das weg und so weiter. Und das geht ja so, dass man da weniger Zeit verbrauchen. Ja. Schau mal einfach, was passiert mit der Spiellänge. Können wir ja immer noch entscheiden, Leute.
Das können wir ja uns immer noch machen, wie wir wollen. Boah, meine, das Spiel wird jetzt noch mal ein knackiges Spiel, könnte ich mir vorstellen. Alter Robben! Alter Robben, was war denn das? So, Vorsicht, Bein, das muss man zu Spaß. Achtung, Vorsicht. Was war das jetzt? Hä, was war denn das für ein... Alter, hä, was ist denn so? Das versteht man echt überhaupt nicht, was das jetzt sein soll. Warum das jetzt so ist. Warum... Weil ich finde, es fahren nach mehr Tore in FIFA 18 zu jetzt. Finde ich eigentlich. Es fallen mehr Tore früher. Finde ich, die Tore fallen schneller. Wie früher, finde ich. Die Tore fallen einfach früher. Irgendwie mehr wie wie bei FIFA 17. Da war ja, wenn man gut gespielt hat, mal 5 Tore geschossen. Jetzt habe ich ja schon... Jetzt habe ich ja schon 7 Tore geschossen. Ah Mann, der ba... Okay, es ist möglich, so Pässe zu spielen. Nur die müssen wir jetzt nur noch genauer in den Zwischenraum kriegen. Und dann haben wir eine Möglichkeit, die Bälle zu machen. Alter Schwede. Oh, hallo? Das sind Tore gemacht, die mal früher nie so Tore passiert sind. Finde ich, oder Leute, die Tore? So Tore sind früher nie gefallen, so viele. Und ich finde, die Schiedsrichter pfeift da viel mehr pfeift da, oder Leute? Das ist schon extrem, wie viel der pfeift in der letzten Zeit. Noch mehr wie im letzten Jahr FIFA, im letzten Teil FIFA. Finde ich, das ist echt komisch, finde ich. Und ich jetzt sage, das finde ich echt komisch. Dass die Spieler, da wird man noch vielleicht noch ein bisschen was entscheiden, denke ich noch. Vielleicht gehe ich wirklich noch ein bisschen warten, spiele mal noch so ein paar Spiele und dann werde ich vielleicht können wir ja dann vielleicht gehen wir dann wirklich runter, aber ich denke zuerst
Bleiben wir bei den 7 Minuten. Und dann können wir immer noch weiter arbeiten. Aber das Spiel ist anspruchsvoller geworden, finde ich, Leute. Und ich finde, das Abwehrverhalten, das neue Abwehrverhalten ist ein bisschen, ich finde es ein bisschen heftig, der gleich so. Finde ich schon ein bisschen zu heftig manchmal. Der Unterschied von FIFA 17 zu 18, da haben sie wirklich ein bisschen zu heftig gemacht, finde ich. Das hätten sie auch langsam machen können, so hoch pushen. Aber nicht gleich dann bei FIFA 17, weil fand ich die eigentlich die Alter, was geht denn heute ab mit Dortmund? Alter, 4 Tore jetzt schon. 4 Tore gemacht, 4 kassiert. Das ist. Ich finde. Das ist ein bisschen hart, finde ich, die Änderungen, dass sie die sozusagen das auf das die neue das neue dass man neues das Abwehrverhalten ein bisschen verändert haben. Das ist ein bisschen zu heftig, finde ich. Hä, warum? Das war doch wieder kein Abseits. Ah, man, da warte ich einfach. Ich glaube, ich warte echt zu lang. Da muss man, ich glaube, man muss auch ein bisschen früher drauf gehen. Oh, ich hätte lieber auf die andere Seite schießen sollen. Aber Leute, ich denke, wenn man, ich sage, wir gehen gleich auf, weil, auf Elfmeter schieße. Verlängerung werde ich vermutlich. Ich weiß nicht. Ich würde gern bei Verlängerung und Elfmeter schieße sehen, aber das werden wir sehen. Alter. Gut, Leute, das ist das Problem. Alter, mit, oh, Alter. Das kann doch nicht wahr sein. Top-Chance hat Bein von der Müller. Und dann hinne macht dann der Reus. Mit 5-4, alter Schwede. Hey, aber dann Aubameyang tut es. Hey, das. Mann. Hey, hallo, hallo, hallo. Stopp, stopp, stopp. Das ist an. Du hat doch Aubameyang den. Ich hatte Neuer ein bisschen abgelenkt. Alter, was ist ein Robben? Alter, das ist doch nicht wahr. Das ist. Bayern hätte jetzt schon hat 2 Tore kurz vor Schluss machen können, Alter. Alter, das ist doch nicht. Das ist nicht wahr. Und jetzt macht. Oh, alter Schwede. Jetzt gewinnt Dortmund das Spiel. Alter, wir waren eigentlich fast. Aber es kann es nicht. Es kann eigentlich nicht. Es geht eigentlich gar nicht. Es ist doch nicht mehr normal, oder Leute? Das kann eigentlich gar nicht so. Das ist ein bisschen über. Die Hands. Ich finde es ein bisschen übertrieben mit der Abwehr. Du hast eigentlich, wenn du ehrlich bist, wenn die erste. Wenn du nicht. Den,
Wenn du nicht gleich am Anfang kriegst den Ball in der Abwehr, wieder verteidigst, dann hast du eigentlich überhaupt keine Chance, hier irgendwas zu reißen. Okay, Leute, das Spiel war ein Satz mit X, aber ich hoffe, dass euch gefallen hat. Ich sage, ab nächste Woche fangen wir dann mit FIFA Karriere an. FIFA Karriere wird Montag, Mittwoch und Freitag geben. Die Journey wird dann Dienstag, Donnerstag und Samstag geben. Und das ist dann halt so, und so machen wir das. Aber mit der Zeit könnt ihr in den Kommentaren sagen. Aber Leute, ich würde sagen, somit sagt euer Peter Gaming. Tschüss, bis dann und PG, bis dann.